Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute beginnt die Themenwoche Meeresbewohner. Damit wollte ich dich einfach ein bisschen mit in meinen Urlaub nehmen und ich hoffe, das gefällt dir. Und wenn ja, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, teile das Video auch sehr gern. Und wenn du noch Hilfe brauchst, Fragen hast, dann schreib es gerne in die Kommentare. Und damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Häkeln. Du beginnst mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir hier nochmal ein Video, wo du das Ganze besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, probier es einfach nochmal aus, manchmal hakt das ein bisschen. Jetzt verdoppelst du jede Masche, das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Jetzt wird jede zweite Masche verdoppelt, das heißt, in die erste Masche kommt eine feste Masche und in die zweite häkelst du 2 feste Maschen. Dann zählst du wieder von vorn, in die erste eine feste Masche, in die zweite 2 feste Maschen. Das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt verdoppelst du jede dritte Masche, das heißt, in die ersten 2 kommt jeweils eine feste Masche und in die dritte kommen 2 feste Maschen. Das wiederholst du wieder die ganze Runde lang, also 1, 2 und die dritte verdoppeln. In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede 4. Masche, in der darauffolgenden jede 5. und dann verdoppelst du noch jede 6. Masche. Wenn du das hast, sieht das Ganze so aus. Und jetzt häkelst du 5 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Das heißt, 5 ganz normale Runden. Jetzt, kurz vor Schluss der 5. Runde, wechseln wir die Farbe. Du stichst also in die nächste Masche ein, holst dir den Faden, nimmst dir dann die Farbe, die du benutzen möchtest und häkelst jetzt mit dem Faden ganz normal weiter. Du ziehst ihn also durch die 2 Schlaufen. Jetzt beginnt die neue Runde und in dieser Runde häkelst du weiterhin in jede Masche eine feste Masche. Jetzt müssen die Maschen auch wieder abgenommen werden. Und da du jede 6. Masche verdoppelt hast, nehmen wir jetzt jede 6. und 7. Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die ersten 5 Maschen jeweils eine feste Masche, stichst in die 6. Masche ein, holst dir den Faden, stichst in die 7. Masche ein, holst dir den Faden und ziehst dann den Faden durch alle 3 Schlaufen. Auch das wiederholst du jetzt die ganze Runde lang, also in die ersten 5 wieder jeweils eine feste Masche und die 6. und 7. nimmst du wieder zusammen ab. In der nächsten Runde nimmst du jede 5. und 6. Masche zusammen ab. Das heißt, in die ersten 4 kommt jeweils eine feste Masche und die 5. und 6. nimmst du wieder zusammen ab, so wie du es zuvor gesehen hast. Da du jetzt weißt, wie die Abnahmen funktionieren, schreibe ich dir hier noch an die Seite, wie der Rest weiter funktioniert. Du nimmst also als nächstes jede 4. und 5. Masche zusammen ab, dann jede 3. und 4., jede 2. und 3. und dann noch jede 1. und 2. Zwischendurch solltest du den Wal auch ausstopfen mit Füllmaterial und wenn du benutzen möchtest, auch die Sicherheitsaugen zwischendurch anbringen. Ich zeige dir gleich, wo genau du sie anbringen kannst. Hier siehst du es beim Blauen, ich habe es 2 Reihen über den Weißen bzw. über den Farbwechsel gemacht. Und genau dort würde ich auch die Augen ansetzen. Wenn du dann alle Maschen abgenommen hast, beendest du das Stück mit einer Kettmasche. Das heißt, du stichst in die nächste Masche ein und ziehst die Schlaufe durch die Schlaufe. Jetzt schneidest du den Faden ab, lass ein längeres Stück hängen und ziehst ihn komplett durch. Jetzt nähen wir noch das Loch zu und dafür stichst du unter den Maschen durch. Einmal unten, dann kurz nach oben, dann wieder nach unten und das machst du, bis du komplett drumherum bist und ziehst das Ganze dann fest zusammen. Jetzt machst du noch 1-2 Stiche nach rechts und nach links, einfach damit das Ganze wirklich fest ist. Dann steckst du den Faden irgendwo durch und schneidest ihn einfach ab. So, jetzt kümmern wir uns um die Schwanzflosse und du brauchst dieses Teil hier 2-mal. Das eine wird mit einer Kettmasche geschlossen und abgeschnitten und das andere bleibt am Arbeitsfaden dran. Und zwar werden wir jetzt die beiden Teile zusammenhäkeln. Du legst es also nebeneinander und stichst jetzt mit der Häkelnadel auf der anderen Seite ein,
ziehst den Faden ganz normal durch und machst eine feste Masche. Und du häkelst jetzt in jede Masche eine feste Masche. Und danach machst du das nochmal eine Runde lang in jede Masche eine feste Masche. So, wenn du das hast, dann nimmst du jede zweite Masche ab. Das heißt, in die erste Masche eine feste Masche und die zweite und dritte nimmst du zusammen ab. Jetzt häkelst du noch zwei Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Jetzt zeige ich dir, wie du das Ganze dran nähen kannst. Du stichst also von der Flosse in den Körper ein. Am besten da, wo der Farbwechsel beginnt, sodass die Flosse vielleicht noch auf den Boden kommt, wenn du es hinlegst. Und stichst dann da halt durch und ziehst den Faden durch. Dann gehst du vom Körper wieder in die Flosse und von der Flosse direkt wieder in den Körper. Und das machst du, bis du einmal komplett drumherum bist. Wenn du das hast, dann stichst du den Faden nochmal irgendwo durch und schneidest ihn einfach ab. Hier zeige ich dir noch, wie die zwei Seitenflossen funktionieren. So, jetzt häkeln wir eine Fontäne und dafür hast du schon mal 4 feste Maschen angeschlagen und 3 Runden lang in jede Masche eine feste Masche gehäkelt. Dann machst du 2 Luftmaschen, einen Umschlag, gehst in die nächste Masche rein, holst du den Faden und ziehst den Faden durch die ersten 2 und durch die letzten 2 Schlaufen. Und das machst du jetzt in jede Masche 2-mal. Und danach häkelst du in jede Masche eine feste Masche, machst 2 Luftmaschen, machst dann wieder in dieselbe Masche eine feste Masche. Und damit kriegst du so einen Zacken. Also nochmal, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und eine feste Masche in dieselbe Masche. So, jetzt musst du die Fontäne nur noch da oben annähen, das machst du genauso wie bei den anderen Sachen. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und ich hoffe, du freust dich auch noch über die anderen Videos, die folgen werden und bis zum nächsten Mal dann.